Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World Next Order. Wir sind dabei, einen Versuch zu starten, und zwar unser erstes Ultra-Digimon zu bekommen. Und dafür müssen wir irgendwie unsere Digimon vollstopfen. Wenn sie das nächste Mal Hunger haben, muss ich sie mit diesen riesigen Erdbeeren vollstopfen, damit sie halt an Gewicht zunehmen. Das heißt, Fallout-Boy und Perina, ihr habt die Erlaubnis zuzunehmen. Wenn das mal nicht was Positives ist, dann weiß ich auch nicht. So, da hatten wir... Oh nein, ihr müsst auf die Toilette. Gut, wir gehen erstmal in Richtung Toilette. Hier war das letzte Mal eine Erdbeere. Hier sehe ich aber gerade gar nichts. Schade. Schade. Apfel. Okay, das spawnt erst ein bisschen später immer. Besser spielt er jetzt gar nicht. Also Carina haben wir schon mal durch. Carina schafft die 40. Das ist gar kein Problem, dann wird sie noch ein paar Mal essen. Nein, sie gehen jetzt auf die Toilette und verlieren ihr Gewicht, ne? Shit. Ah. Warum? Ne, Gewicht ist noch da, alles gut. Vielleicht beim Schlafen, ich weiß es nicht. Können wir hier kaufen? Was ist das hier? Gut, das brauchen wir nicht. Was haben wir gerade gekauft? Ein Spezialgetränk nur in der nahen Ebene erhältlich. Ja, das Ding heißt nicht nahe Ebene. Das Ding heißt doch weiter Hochebene. Ach, im Gebiet der nahen Ebene. Ach so. Es gibt eine Unterkategorie, die nennt sich weite Hochebene. Und die oberste Kategorie heißt dann Nahrung. Das heißt, wir müssen Richtung Süden. Da, wo wir die Himbeeren holen wollten, ne? Und wir wollten hier sowieso vielleicht. Apfel. Gehen wir vielleicht erstmal hier rein. Vielleicht sind sie da am Ende. Wer weiß, wer. Aber hier sind auch keine Himbeeren. Och Mann, das Spiel mobbt mich. Gib mir doch Himbeeren. Erdbeeren. Wie auch immer. Das ist doch ein Witz, ey. Stimmt, das war ja das. Gut, wir sind wahrscheinlich da hinter dem Hügel. Würde ich jetzt mal schätzen. Und geh doch weg. Geh doch einfach weg. Oh, ich hab mich ziemlich geil, ne? Im letzten Kampf. Okay. Oder ich jetzt nicht ein paar Schritte gegangen bin, das geht jetzt. Und plötzlich tut es nicht mehr weh. Naja. Gut. Der andere hat mich ja ziemlich fertig gemacht. Angriffsplugin. Und? Oh, habt ihr gut gemacht. Sehe ich jetzt den TV-Wert? Lady Devimon TV, Schlüsselpunkte. Mega Dramon TV, okay. Es lohnt sich nochmal reinzugucken. So, TV brauchen wir gar nicht. Wir müssen an Gewicht arbeiten. Wir können nur an Gewicht arbeiten. Oh, 1. Ich muss runter. Alles TV. Ich weiß das. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Info. Hm. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Wenn einer von euch weiß, was TV bedeutet, dann sagt es mir. Hatten wir nicht noch Punkte zu verteilen? 6 haben wir, ne? Ja, gut, brauchen wir nicht. Trainer. Ja, wir könnten quasi hier investieren, ne? Machen wir auch, glaube ich. Ich glaube, das kann ich nicht.
Okay, im Süden der nahen Ebene. Das heißt, wir können hier noch in den anderen Bereich gehen. Der war ja noch südlicher als dieser hier. Deswegen könnte das gut sein, dass wir da irgendwas finden. Im Bär. Was war das denn? Willst du jetzt doch nicht mehr kämpfen? Hast du dich umentschieden? Wir müssen hier nach Himbeeren Ausschau halten. Mal gucken. Irgendwas? Digipilz. Naja. Ah, ein Apfel. Was ist denn hier los? Wer will denn gegen mich kämpfen? Das ist der Tölpel da hinter der Wand? Das ist der Einzige, der gegen mich kämpfen will? Ist das möglich? Irgendwie ein bisschen verrückt. Also die anderen haben Angst vor mir. Nur der Tölpel da nicht. Vielleicht weil er Level 3 ist oder so. So, das ist der südlichste Teil, den ich kenne. Südlicher geht's gar nicht mehr. Hier ist alles leer. Ja, hier sind sie. Außer du. Du bist natürlich noch da. Da. Wie ist denn das? Ja, wie bist du denn? Wieso hat sie drei Partner? Himari, look, look, it's a human. Himari, da, da, ein Mensch. Whoa, Rika, don't get too close. Hey, Rika, komm ihm nicht zu nahe. I told you, we don't know what's going on here, so we have to be careful. Ich hab dir doch gesagt, wir wissen nicht, was hier vor sich geht. Deshalb müssen wir vorsichtig sein. But this person looks kind. Aber diese Person sieht freundlich aus. Those are the most dangerous types of people. It's not normal. And probably not sincere. Das sind die gefährlichsten Leute. Sie sind nicht normal und wahrscheinlich auch nicht ehrlich. Hey! What is it? A human? Ist das ein Mensch? Hey, Himari, Kota changed completely too, you know. Hey, Himari, weißt du, Kota hat sich auch total verändert. Maybe it's okay then. Vielleicht ist es dann ja okay. Even in the presence of a beautiful girl like me, he didn't turn into a big bad wolf or anything, you know? Selbst in der Gegenwart eines so schönen Mädchens wie mir hat er sich nicht auf einmal in einen bösen Wolf verwandelt, weißt du? Ja. He looked after Papamon and Yuromon too, after all. Kota really is a good person. Der hat auch noch auf Pabumon und Yuromon aufgepasst. Kota ist wirklich eine gute Person. What are you talking about? Wovon redest du da? Nothing important. We're discussing whether or not this person is a big bad wolf. Nichts Wichtiges. Wir diskutieren, ob dieser Mensch ein großer böser Wolf ist. Alter. Anyway, at least tell us your name, okay? Wie dem auch sei, verrat uns wenigstens deinen Namen, okay? Before you ask someone's name, isn't it polite to give your own name first? Wenn man jemanden seinen Namen fragt, sollte man sich erst selbst vorstellen. Yukimura, you're always so formal. You said the exact same thing when we first met. Yukimura, du bist immer so förmlich. Genau dasselbe hast du auch bei unserem ersten Treffen gesagt. It's called manners. It really goes without saying. Das nennt sich Manieren. Steht sich doch wohl von selbst. Well, I guess I need to learn by your example. Show us how it's done. Ja, ich schätze, ich muss mich an deinem Beispiel orientieren. Zeig uns, wie das geht. Fine. My name is Yukimura. This is my partner Kota. Okay, mein Name ist Yukimura und das ist mein Partner Kota. I'm Kota Hirose. Nice to meet you. Ich bin der Typ. Schön, dich kennenzulernen. I'm Rika. I'm Himari's partner. Rika, ich bin Himari's Partner. And I am Himari Ofuchi. Und sie ist, was da steht. Du stellst dich vor. That's a good name. Alles klar, Zero, das ist ein guter Name. Huh? I've heard that name somewhere. Zero? Den Namen habe ich schon mal irgendwo gehört. Ich bin jetzt Player, weißt du. Ja, ja. Ich darf eingebildet sein. Ach man, du als Let's Player. Wieso ist mein Mikro wieder so komisch eingestellt? Ich hoffe, man hat mich nicht die ganze Zeit zu leise gehört.
Uno Sekunde, ich muss ja mal was nachprüfen. Ach komm, das ist jetzt nicht dein Ernst. So, ja. Ich hatte die ganze Zeit meine Webcam wieder eingestellt als Mikro. Großes Kino. Naja, ich hoffe, man hat mich gut verstanden. Puh, Zero, den Namen habe ich schon mal irgendwo gehört. Kota, do you have something to eat? Hast du etwas zu essen dabei? Only two Digi-Stocks. I want to go in farther, but there's an aggressive Digimon in the way. Nur zwei Digi-Sprösslinge. Ich will weiter hineingehen, aber da steht ein aggressives Digimon im Weg. There's not much around here for Digimon to eat. We don't even know how to get back to our own world. Dann gibt es nicht viel Essbares für Digimon. Wir wissen ja nicht mal, wie wir in unsere echte Welt zurückkommen. Oh yeah. How did you get here? Ah ja, Zero, wie bist du hergekommen? Zero hat die Situation erklärt. You can't get back to the real world even from Flotia? Ach, Flotia ist das, okay. Well, if you're still here, there really must be no way back, right? Tja, wenn du immer noch hier bist, gibt es wohl keinen wirklichen Weg zurück, oder? Could the problem be the machine Draymond attacks? This world is in trouble. Könnten die Maschinen-Draymond-Angriffe das Problem sein? Diese Welt steckt in Schwierigkeiten. No thanks to you, Kota. But first things first. What do we do about this? Aber eins nach dem anderen, was tun wir dagegen? Well, let's see if we can get to Flotia. We can take these Digimon too, right? Na gut, lass uns versuchen nach Flotia. Nach Flotia zu gelangen. Und diese Digimon können wir doch einfach mitnehmen, oder? Was meine ich jetzt mit aggressiven Digimon? So, und was war das, was ich hier eingesammelt habe? Flüssigkeit. Ich will nicht wissen, was für eine Flüssigkeit. Digi-Öl erhalten und Digi-Latex erhalten. Ist das eine Flüssigkeit? Latex ist für mich keine Flüssigkeit. Digi-Säure, okay. Crazy. Ja, ich weiß, dass da jemand ist und der will irgendwie so einen Scheiß haben. Gut, wir brauchen immer noch ziemlich viel von diesen Himbeeren, ne? Gucken wir mal da. Das ist keine Himbeere. Ich weiß nicht, was ich denen zu essen geben soll. Nüsse sind eigentlich sehr fetthaltig. Allerdings gibt es hier Nüsse, die einen abspecken lassen. Das finde ich nicht in Ordnung. So. Mit erfrischendem Aroma, ein beliebter Pilz. Nuss, feinem Reis, sehr ähnlich. Schwere und große Wildbeere. Ja, das kenne ich ja schon aus dem alten Teil. Verbessert den Trainingseffekt für Ausdauer und Weisheit. Ja. Nur in der Name. Weiß nicht, was man damit macht. Hab nicht die geringste Ahnung. Na gut. Hier ist dann wohl nichts Großartiges mehr, ne? Gehen wir zu. Vielleicht haben wir Glück und finden noch so ein paar Erdbeeren. Dann gehen wir halt in die Wüste. Aber da werden wir höchstwahrscheinlich keine Erdbeeren finden. Das fette Numemon ist zurück. Okay, Angriff, Freunde, Angriff. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler wird. Stufe 10. Wir können immer noch weglaufen, wenn es zu schwer wird. Watch carefully. Yeah. Verliert er irgendwas an Leben? Was war das jetzt? Der verliert nichts an Leben. Okay, dann müssen wir später nochmal wiederkommen. Wenn wir übelstmäßig stark sind, aber.
So können wir das nicht schaffen. Oh, sie haben Hunger. Okay. Karina? Gewicht 29, okay. Nein, falsche Taste. So, im alten Digimon-Teil konnte man denen zu essen geben, was man wollte. Gewicht um 5, okay. Ready to eat? Gewicht um 5, perfekt. Okay. Are you hungry? Ready to eat? Okay, beide sind satt. Karina hat es fast geschafft auf 30, allerdings wird sie sehr schnell wieder abspecken, glaube ich. Muss testen, was wohl uns mehr Gewicht gibt. Vielleicht gibt uns ein Apfel mehr Gewicht. Vielleicht können wir auch mit den Menschen irgendwas anfangen. Vielleicht kann ich bei denen einkaufen oder sie geben mir Erdbeeren. Und ich erschrecke mich jedes Mal. Ja! Nice. Eine mehr. Okay. Alles wird gut. Wir müssen nur hoffen, Leute. Nur hoffen. Die sind immer noch böse. Ich glaube, die sind einfach nur böse aufeinander. Ich glaube, die mögen sich nicht. Ich meine, ist ja klar, Karina hat dasselbe an wie Fallout Boy. Da kann man sich nicht mögen. Das ist endlich möglich. So, Floor hier. Oh, I just remembered. Ah, gerade ist es mir wieder eingefallen. You, that name you told us. Zero, dieser Name, den du uns gesagt hast. What? Didn't you hear the first time? Hast du nicht zum ersten Mal gehört? Hm? Hat sie doch gerade gesagt, du Depp. You don't remember anything, Kota. Kannst du dich ja nichts erinnern, Kota? I'm supposed to know this person or something? Soll ich die Person irgendwoher kennen? Do you remember the National Digital Monsters Tournament when we were in fifth grade? Kannst du dich noch an das landesweite digitale Monsterturnier erinnern, als wir in der fünften waren? Ist klar, Kleine, ist klar. Und dann merkst du dir Zero, ja? Of course. We only got into the top four. But it was still one of the best moments of my life. Na klar, wir sind zwar nur unter die ersten vier gekommen, aber es war trotzdem einer der Höhepunkte meines Lebens. Mein Freund, du musst echt ein verdammt mieses Leben gehabt haben. Außerdem hast du einen roten Knopf. An deinen weißen Knöpfen. Man merkt schon, du bist echt nicht wirklich normal. Me too. We both lost in the semifinals. Für mich auch, wir haben beide im Halbfinale verloren. Und dann war das der beste Moment eures Lebens. Ihr habt verloren, wurdet nicht Meister und ihr erinnert euch an diesen Tag, an euren besten Tag des Lebens. But the person who got to the finals? Aber der ins Finale gekommen ist, ist... What? It was you? Was? Das war Zero. Kota was so nervous. I don't think he'd remember you. Kota war so nervös, ich glaube nicht, dass er sich an dich erinnert, Zero. And Himari had just got into high school, so she probably wouldn't know you either. Und Himari war gerade erst neu auf der Highschool und kannte dich daher wahrscheinlich auch nicht. Anyway, where is Gigimon's house? Wie dem auch sei, wo ist Gigimon's Haus? Dreh dich doch um, du warst vor mir hier. JZP erhalten, perfekt, okay. Gut. Wir haben nicht mehr viel Zeit, bis unsere Digimon abkacken. Das hinkriegen. Hmm, of the four strongest participants in the same tournament, three have mysteriously been pulled into the digital world. Von den vier stärksten Teilnehmern des Turniers wurden drei auf mysteriöse Art und Weise in die digitale Welt gezogen. Also, in diesem Satz steckt die komplette Antwort auf das Spiel. Und zwar, der andere Finalist, den ich eventuell besiegt habe und der jetzt Rache möchte, hat uns die stärksten Digimon-Trainer hierher geführt. Klar. Fertig, aus. Rätsel gelöst. Wo ist mein Preis? I feel like this has to be more than just coincidence. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das kein Zufall sein kann.
This Digivice was a runners-up prize for those in the semifinals. That must be what brought us here. Dieses Digivice war der Preis für die Halbfinalisten. Das muss uns hergebracht haben. Does that mean the other semifinalist is here too? Heißt das, dass der andere Halbfinalist auch hier ist? Maybe. Or maybe they didn't use their Digivice yet. We can only guess. Vielleicht. Oder er hat sein Digivice noch nicht benutzt. Wir können bloß raten. Digivices that only you people carry. If we weren't in so much trouble already, I'd want to investigate these devices. Digivices, die nur ihr habt. Wenn wir nicht schon so viele Probleme hätten, würde ich diese Geräte gerne mal untersuchen. How dangerous are all these machine Draymond attacks? Wie gefährlich sind diese Machine Draymond Angriffe? They're very dangerous. They might mean the end of the digital world. Sehr gefährlich. Sie könnten das Ende der digitalen Welt bedeuten. If we could do something about the machine Draymond, will you help us get back to the real world? Wenn wir etwas gegen die Machine Draymond tun könnten, würdest du uns helfen, in die reale Welt zurückzukehren? Yes. I have already made a promise to this tamer. Ja, das habe ich dem Bengel schon versprochen. Then you'll have our help as well. Dann kannst du auch auf unsere Hilfe zählen. We'll do anything we can to help, if there's a way to get back to the real world. Wir geben unser Bestes, um zu helfen, wenn wir nur irgendwie in die reale Welt zurückkehren können. So, what should we do? Und, was sollen wir tun? This tamer has been bringing residents back to Flotia and greatly assisting in its recovery. Zero hat Einwohner nach Floatia zurückgebracht und geholfen, die Stadt wieder aufzubauen. There's still the threat of the violent Digimon. Would you perhaps act as bodyguards? Aber es besteht immer noch Gefahr durch gewalttätige Digimon. Könntet ihr als Leibwächter fungieren? Bodyguards? Oh, that sounds super cool. Leave it to us. Leibwächter, das klingt ja total cool. Überlasst das uns. You sound motivated at least. Ja, ihr klingt ganz schön motiviert. Anyway. I've been building a device that will be able to detect the presence of Machine Draymond. Wie dem auch sei, ich baue gerade ein Gerät, mit dem man Machine Draymond aufspüren kann. It will take some time for me to finish it, with just me working on it. Es würde doch etwas dauern, bis es fertig ist, wenn ich es alleine mache. That is why I am hoping to enlist the cooperation of this world's wisest man. Deshalb würde ich gerne die Hilfe des weisesten Mannes dieser Welt in Anspruch nehmen. Will you go to Logic Volcano and find Tauman? Zero, könntest du zum Logikvulkan gehen und Tauman suchen? He can be something of a slow starter, so this may be a tough request, but I'm counting on you. Er kommt nur langsam in Schwung, deshalb ist das kein leichter Auftrag, aber ich verlasse mich auf dich. Okay. Die haben wir doch geschissen. So, Digimail und Digimon geht zum Logikvulkan. Es ist südlich des Lärmgewitters, neben der Serverwüste westlich der nahen Ebene. Geh aus der Stadt und dann nach Westen und Süden. Okay. Kannst du haben, Bro, kannst du haben. Achso, komm morgen. Gut. Kommen wir morgen wieder. Alter, steht mir nicht im Weg. Ich habe noch eine Digi-Mail bekommen. Ex-Szenarien. Du da, ja du. Komm mal kurz her. Nahe Ebene, Höhleneingang oder sowas ähnliches. Ich habe eine dringende Bitte. Ernsthaft. Was soll das heißen? Das klingt dubios. Das ist überhaupt nicht dubios. Vom schönsten Trainer aller Zeiten. Trainer. Was zum Teufel? Wer ist jetzt Rina? Ich bin froh, dass wir uns begegnet sind, aber es ist echt komisch, dass jemand zwei Digimon-Partner hat. Echt komisch. Vielen Dank nochmal, dass es noch andere Maschinen außer Menschen, außer mir und Himari gibt. Ist eine große Erleichterung. Ja, ja, ich sehe schon. Ich sehe schon, ihr seid Maschinen. Du da, ja du. Höhleneingang. Ich kenne bisher nur einen Höhleneingang. Hm.
Gucken wir mal. Die beiden werden heute noch einmal essen. Somit hat es Karina auf jeden Fall geschafft über die 30. Ich will aber wahrscheinlich beim Schlafen gehen wieder ein bisschen was abnehmen. Und da das nun Bemon wahrscheinlich gleich darum hockt, werden wir da wohl Probleme kriegen, da hinzukommen. Keine Erdbeeren. Huch! War das jetzt rot? Huch, ich wollte gar nicht kämpfen. Sorry. Zerfetzt. Ja, hab ich gut gemacht. Lady Devimon. Ne, da hängen nur die normalen Numemon rum. Höhleneingang. Obwohl. Es gibt nur einen Höhleneingang, der es wirklich sein kann. Weil der führt ja nicht in den Höhleneingang, wo da wird auch keiner stehen, denke ich mal. Guck mal, hier ums Eck. Alter, ist das gruselig. Ja, das ist auf jeden Fall niemand. Wir gehen zur anderen Höhle, da wo die deine Devimons waren. Ich weiß nicht, wie die heißen. Demi Devimon war das. Ich erinnere mich an den Namen ganz genau. Ja. Yeah. Bin halt gut. Da wo die Demi Devimon waren. Ihr wollt jetzt nicht kämpfen, ne? Gut. Was? Der eine flieht und der andere will kämpfen? Na komm, macht sie fertig. Das ist nur ein Kampf mehr auf meiner Liste. Vielleicht schaffen wir sogar noch die 30, wer weiß. So viele sind es ja theoretisch auch nicht. Also wenn wir weiterspielen und uns einfach nur versuchen, mit dem Thema Gewicht auseinanderzusetzen, dann könnte das was werden. Weil bis dahin haben wir bestimmt 30 Kämpfe. 30 Siege, besser gesagt. Geh doch weg. Okay, komm. Ein Sieg mehr auf der Liste, was soll's. Okay. Wieso nicht? Erstmal schön außerhalb der Kamera. Und du schießt gegen den Stein, Bro. Wollte ich nur mal gesagt haben. Hm. Noch ein Pilz, noch ein Pilz. Gut, der will schon mal nicht kämpfen. Aber der dafür. Jetzt sind sie beide hier. Du wolltest nicht kämpfen. Hat er gerade noch gesagt. Oh, wie er penetriert wird. Kommt nach ihm fertig. So, jetzt noch der. Ich brauche irgendwo einen Counter, wo echt steht, wie viele Siege ich habe. Vielleicht gibt es hier so eine Art Statistik. Obwohl, jetzt habe ich das ist schon mein zweites Digimon, ne? Ey, nur noch an denen vorbeikommen. Ist ja nicht irgendwie statistikmäßig? Gattung, Alter, Gewicht, Attribut oder was weiß ich, Typ, aktiv, Persönlichkeit, zynisch und zynisch. Naja. Ja, das ist halt etwas, was auf jeden Fall noch fehlt. Geschichte, vielleicht steht es da drin. Nö. Aber wir können selber kontrollieren. Nein, wir haben die 30 Siege noch nicht voll. Lauf, Zero! Lauf um dein Chess-Leben! Ah. Lass mich in Ruhe.
Lass mich beide in Ruhe. So. Aha, aha, wenn du jetzt entschuldigst, na okay. Oh fuck, ich bin gleich am Arsch, wenn sie mich erwischen. Ich lauf schnell in die nächste Ebene. Ja. Hallo, wen haben wir denn da? Stingmon. Ich hoffe, du willst nicht gegen mich kämpfen. Ich bin Stingmon, ich habe dir im Moment nichts zu sagen. Du mich auch, Alter. Du mich auch. Aber da hinten ist noch einer. Du kannst keine weiteren Unglückspilze. Wieso sollte ich auch einen Unglückspilz tragen wollen? Oh. 26, holy shit. Heldramon, du hast meine Hilfe noch nicht verdient. Oh fuck, ich muss laufen. Okay, tschüss. Aber wir können uns zum nächsten Weg durchschmuggeln, um da mal reinzugucken. Vielleicht sind sie da schwächer. Weil es ist ein bisschen auffällig, dass die Gegner zuerst Level 6 sind und dann 26. Das stimmt ja irgendwas nicht, ne? Ich denke, dass es diesen Weg absichtlich gibt. Dass man hier dem Ganzen aus dem Weg gehen kann. Ansonsten treffen wir gleich Digimon auf Level 50. Ich würde gerne zu dir gehen, aber es geht nicht. Geht einfach. Aber das sieht drauf an. Oh, ich kann hier angeln. Ready? Das ist immer nicht der Knopf, den ich wollte. So, in 2 Minuten wollen sie essen. Ich habe keine Angelroute. Stimmt. Da war ja was. Gibst du mir eine Angelroute? Hey du, Oh, Moment, vergiss es. Komm wieder, wenn die Stadt größer ist. Bis dahin werde ich... So, als allererstes möchte ich füttern. Over here. Und zwar Items, ein Stück Fleisch an Karina, dann hat sie nämlich die 40 voll. Nehmen wir sie wahrscheinlich noch ein. Hat sie nämlich mehr als genug. So, dann nehmen wir Fallout Boy. Fallout Boy möchte gerne nämlich diese hübsche Zutat essen. Sehr schön. Und dann stopfe ich dich nochmal einen Lachapfel voll. Lachapfel gibt kein Gewicht. Oh mein Gott, es ist passiert! Es ist passiert! Oh mein Gott, es ist passiert! Oh ja, eins meiner Lieblings-Digimon. Megadramon. Ja, ja. Ja. Erstklassiger Zähmer. Jawoll. Jawoll. Okay, wir müssen Fallout Boy auch noch schnell hinkriegen. Die sind nämlich jetzt wie alt? 10 Tage, okay, wir haben noch 2 Tage. Ein Tag. So ist der gesperrt. Keine Sorge, Fallout Boy. 15 Gewicht, dann hast du es auch geschafft. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Ganz ehrlich. Okay, aber ich will ehrlich gesagt den ganzen Weg nicht laufen. Okay, now. Deswegen werde ich nämlich eines unserer Autopiloten.
Oh, wir haben 35 Minuten, Freunde. Jawohl, 10er Stufe gestiegen. Ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal uns nochmal kurz ausbilden. 8 Punkte. Und jetzt Stufe 9. Fähigkeit erwerben. Lebender. Kinderart. Fischer. Ermöglicht hochklassige Kochen mit 2 Zutatsarten. Amp. Fähigkeit jetzt schon machen. Was haben wir hier? Mach einfach erstmal das hier und gucken. Vielleicht bringt das uns irgendwas. Ich weiß, ihr mögt euch immer noch. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Und dann versuchen wir bei Fallout Boy auch nochmal Megadramon hinzubekommen. Und dann gucken wir uns Megadramon gleich nochmal an. Morgen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.